Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Monusduften der Monat August 2013. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Entschuldigung, dass ich einen Frosch im Hals habe, aber das ist heute schon mein viertes Video jetzt. Und ich bin für heute noch lange nicht fertig. So, vorneweg, der Monat war wieder schön durchwachsen. Teilweise hatte ich auch schon leicht herbstliche Düfte an, weil es waren ja zwei Tage dabei, wo es dann doch mal endlich ein bisschen uselig war. Und ja, da habe ich dann also auch die zwei letzten Düfte aus der Herbstkollektion von Yankee Candle getestet. Mache ich genauso wie im letzten Video, gehe ich nicht näher drauf ein, weil ich werde anschließend dann noch die Review abdrehen. So, fangen wir dann mal an. Wie immer beginnend mit dem Geschäft, Stift hierhin. So, also im Geschäft hatte ich in der Duftlampe Sun & Sand den wunderbaren, herrlichen, sommerlichen Duft nach Sonnencreme oder nackter Mann am Strand. Wie Knuffi so schön sagt, also er riecht einfach göttlich nach Sonnencreme. Was anderes kann man da nicht so sagen. Anschließend kam dann im Geschäft Vanilla Lime in die Duftlampe. Und Vanilla Lime riecht nach saftig spritziger Limette mit einem Hauch von zuckrig süßer Vanille. Einfach nur lecker. Also mich erinnert der Duft immer an das Lime Sherbet von den Amis. Das gibt es hier leider nicht, aber wer das kennt, der weiß, was ich meine. Dann kam Mango Peach Salsa. Und Mango Peach Salsa ist einer meiner absoluten ist einer meiner absoluten Lieblingsfruchtdüfte von Yankee Candle. So. Gut. Und Mango Peach Salsa, der riecht gar nicht so sehr nach Mango, da ist also definitiv die Pfirsichnote im Vordergrund. Nach saftig süßer, reifer Pfirsich mit einem Hauch von Mango. Also Mango ist da wirklich nur im Hintergrund, aber ein sehr leckerer, fruchtiger, süßer Duft. Ganz, ganz toll im Sommer. Ja, dann hatte ich von Yankee Candle im Geschäft noch Vanilla Chai in der Duftlampe zum Testen. Aus der Herbstkollektion und den letzten aus der Herbstkollektion, allerdings die US-Version, Pumpkin Wreath. So, und auf die gehe ich dann also wie gesagt in der Review ein. Und das war es jetzt auch schon, was ich im Geschäft an hatte. Weil ich jetzt dann Urlaub habe, Gott sei Dank. Also die erste Woche ist eigentlich jetzt schon rum, wenn ihr das seht. Beziehungsweise wenn ihr das seht, weil der Rückblick hier am zweiten Samstag im Monat kommt, ist dann schon meine zweite Urlaubswoche. Ja, komme ich dann zu dem, was ich zu Hause gedüftelt habe. Da habe ich dann von Annie's in der Duftlampe gehabt, wieder stellvertretend hier mein eines Tütchen. Lollipop Madness, und Lollipop Madness riecht einfach nur nach zuckrig, süßer, spritziger Himbeer-Ahoi-Brause. Also mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Einfach nur tolle, spritzige Ahoi-Brause, Geschmacksrichtung Himbeere. Ganz, ganz toller, fruchtig, spritziger Duft. Danach hatte ich dann, das war ein Pröbchen, Hawaiian Splash. Und Hawaiian Splash roch ja nach allem, was man sich so auf Hawaii-Frucht stellt. Nach tropischen Früchten mit einem Hauch von Kokosnussmilch, was aber relativ angenehm war. Es war nicht so künstlich, es hat nicht dominiert. Also ich fand es lecker, es war so ein richtig schöner Fruchtcocktail einfach. Und dann hatte ich hier, was ich auch in der Hand habe, Kulu Bay an. Und Kulu Bay, das ist ein ganz spezieller Duft, der einerseits fruchtig ist, habe ich da einen Fussel, der einerseits fruchtig ist, aber mit grünen Akzenten und das Ganze so ein bisschen, ja, herb, frisch, grün riechen lässt. Also wie wenn ihr noch so ein Palmwedel mit abbrecht. Also tropische Früchte mit dem Grün von einem Palmwedel. Also ein ganz, ganz toller Duft im Wohnzimmer. Aber auch für ins Bad kann ich mir den richtig, richtig gut vorstellen. Gott sei Dank, ich habe noch 5 Knöpfchen. Ich brauche ja da immer nur so einen Knopf.
So, das war das, was ich von Annie's in der Duftlampe hatte. Dann hatte ich von Busy Bees einmal Butter Popcorn. Das war auch, als es etwas kühler war. Und Butter Popcorn ist einer meiner absoluten Lieblingsbees, weil der riecht wirklich wie frisch gemachtes Popcorn, wenn ihr ins Kino kommt. Buttrig, süß, nach Popcorn. Ach, er ist so lecker. Oh, ich liebe ihn. Ja, und dann hatte ich noch von den Busy Bees Banana Bonkers. Und Banana Bonkers riecht einfach nur nach Müllermilch Banane. Da gibt es auch nicht mehr dazu sagen. Einfach nur lecker nach künstlicher Banane. Aber ich mag es ja, das wisst ihr ja. Von Ice Flower hatte ich dann in der Duftlampe Sangria Punch. Und Sangria Punch hatte ich sowohl im Wohnzimmer an, als auch in der Küche. Und er hat ein Viertel, also ihr seht, ein halbes habe ich noch. Ich hatte also ein Viertel in der Küche in der elektrischen Duftlampe und ein Viertel im Wohnzimmer. Und dieses eine Viertel hat geschlagene 3 Tage gehalten. Also ich bin echt begeistert von diesen Ice Flower Cups. Da hat Doris echt was super Tolles an Land gezogen. Ich kann es nicht anders sagen, als immer wieder mein Kompliment an diese Kerzengießerin, mit der sie da zusammenarbeitet. Ganz, ganz toll. Und Sangria Punch ist Geschmackssache, entweder im Liebten oder im Hassten, weil er riecht nach amerikanischer, künstlich süßer Weintraube, gepaart mit saftig süßer, spritziger Orange und noch roten, dunklen Beeren. Oh. Aber diese Weintraubnote, die überwiegt alles und ich liebe ihn. Oh, er ist so toll. Ja, und dann hatte ich im Schlafzimmer und im Wohnzimmer Cucumber Melon. Ich bin so begeistert, seht ihr? Cucumber Melon. Und der Duft ist Hammer. Der riecht wirklich wie das Duschgel von Bath & Body Works Cucumber Melon, was ich total liebe, was mein absolutes Lieblingssommer-Duschgel ist. Es kommt einfach kein anderes ran. Es ist frisch, knackig, nach frisch aufgeschnittener, kühler Gartengurke, die frisch aus dem Kühlschrank raus ist, gepaart mit saftig süßer, reifer Honigmelone und so einem Touch von Schaumbad dabei. Und er ist so toll, so richtig schön erfrischend. Wie gesagt, ich hatte ihn im Wohnzimmer an und im Schlafzimmer. Und Leute, im Schlafzimmer ist dieser Duft eine absolute Wucht. Wenn ich es euch sage, ich habe ja gern und oft Düfte im Schlafzimmer an, das wisst ihr ja. Und ich habe so meine bestimmten Schlafzimmerdüfte, aber der haut wirklich alles weg. Ich habe seit langem nicht mehr so gut geschlafen wie mit diesem Duft. Ich hatte das Fenster auf, weil es warm war. Über Nacht hat es Gott sei Dank abgekühlt. Es wurde richtig frisch und kalt. Und der Duft hat auch so was Frisches und Kühles und die Kombination von dem Duft und dem offenen Fenster und oh, es war herrlich. Ich habe so gut geschlafen, wirklich. Also das ist, Doris, nimm den bitte, bitte niemals aus dem Programm. Also ich schlafe so toll da drauf. Und das Tolle war, ich habe von Patricia Schröder angefangen, die Meerestrilogie zu lesen. Und ich fand, der Duft, der passt auch total zu diesem Buch, ehrlich war, also oder beziehungsweise zu diesen Büchern. Es hat zwar nichts mit einem aquatischen Duft oder was zu tun, aber es hat so gut gepasst durch dieses Frische. Einfach nur gigantisch. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Cucumber Melon von Ice Flower bekommt ihr bei Doris im Shop, genauso wie Annie's und Busy Bees. Ganzen Infos verlinke ich euch aber wie immer nachher in der Infobox, wisst ihr ja. So. Dann hatte ich von meiner Kerzenfee, also von Irma, beziehungsweise Duftimpressionen, einmal Wassermelone an, ein Viertel, beziehungsweise ja, von so einem Cube die Hälfte, so, es ist ja kein Viertel, von einem Cube die Hälfte. Nur wollen wir schon bei der Wahrheit bleiben.
Oh, und dieser Wassermelone-Duft, der riecht wirklich nach Wassermelone, nach frischer, aufgeschnittener, saftig-süßer, reifer, roter Wassermelone. Nichts Künstliches, gar nichts. Toll. War auch richtig, richtig toll und erfrischend, als es noch so warm war. Dann hatte ich noch an, Cassis and Cream. Da hatte ich auch von einem Cube die Hälfte drin. Und Cassis and Cream riecht nach saftig, spritzigen, dunklen, reifen, leicht herben Johannisbeeren. Gemischt mit cremig, süßer Vanille. Also ganz, ganz toller, fruchtig, spritziger, leicht herber und doch cremig süßer Duft. Also, oh, lecker. Und ich hatte dann noch von Duftimpressionen, das habe ich jetzt nicht, da kann ich euch nicht zeigen, weil das war ein Pröbchen, was ich hatte. Habe ich mir aber jetzt schon nachbestellt. Schwarze Kirsche. Und schwarze Kirsche riecht wirklich wie Amarena-Kirschen. Also so ein toller Duft nach Amarena-Kirschen. Wobei für mich ist er tödlich. Ich liebe Amarena-Kirschen. Ich kriege dann immer so Hunger da drauf auf einen Becher Eis mit Amarena-Kirschen bei. Oh, es ist so lecker. Also es ist, ja. Gut, wie gesagt, habe ich mir nachbestellt. Hatte ich ein Pröbchen. Und ich hatte dann zu guter Letzt von Duftimpression noch Bärenkörbchen in der Duftlampe. Und Bärenkörbchen hat mich auch total geflasht. Das ist so ein toller Duft. Wenn immer den mal hat, ist er meistens auch schon wieder ausverkauft. Also ihr kriegt den jetzt nicht mehr. Im kalten Zustand riecht er ja lecker bärig. Gut, okay. Man denkt, naja, ist nicht so besonders. Kannst du auch einen anderen nehmen. Aber wenn ihr den in die Duftlampe tut, Leute, oh, der entwickelt sich in, also der riecht in der Duftlampe ganz anders, als wenn ihr kalt dran schnuppert. Wenn ihr den in der Duftlampe drin habt, da bekommt ihr so ein richtiges, tolles Bouquet von saftig, süßen, reifen, dunklen Sommerbeeren. Ihr riecht wirklich saftig, süße, leicht herbe Brombeeren, dunkle Johannisbeeren. Reife Himbeeren, reife Erdbeeren. Ihr riecht wirklich dieses ganze Duftpotpourri an reifen, leicht herben, süßen, saftigen Sommerbeeren im Abgang mit einem klitzekleinen Hauch Vanille, dass das Ganze nicht zu herb und zu bitter wird. Also so ein toller Duft. Soweit ich weiß, ist der auch schon wieder ausverkauft. Also trotzdem, wenn ihr den mal bei Irma seht, Schlag zu Bärenkörbchen ist eine Wucht. So, das war dann, was ich von Irma anhatte. Dann hatte ich von Party Light, da habe ich jetzt stellvertretend eine Motivkerze nur da. Roter Apfel gibt es so nicht mehr zu kaufen und roter Apfel riecht einfach nur nach knackig, süßem, saftigem, reifem, roten Macintosh-Apfel. Davon hatte ich 3 Stück in den Motivkerzenhaltern, sonst riechst du da ja nichts. No. So. Und als nächstes hatte ich dann Sensi. Und von Sensi hatte ich diesen Monat in der Duftlampe Peach à la Mode. Und Peach à la Mode riecht so richtig schön nach einem cremig süßen Joghurt-Eis gepaart mit Pfirsich. Also nach einem Pfirsich-Joghurt-Eis. Oder aber auch nach einem Pfirsichjoghurt. Also das kann man sich dann aussuchen, ob man das Eis oder den Joghurt bevorzugt. Aber ganz, ganz lecker. Ach, ich liebe ihn. So. Als nächstes hatte ich dann bemerkt, es geht schon Ende August so. Ich wurde dann, es wurde schon spätsommerlich und ich wurde von den Beeren her mehr so ins Rote und habe die Melonen mehr oder weniger hinter mir gelassen. Perfectly Pomegranate. Ein ganz, ganz toller Duft nach saftig, süßen, spritzigen Granatapfel. Der riecht einfach nur nach Granatapfel, nichts anderes. Einfach nur lecker. Ach, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Und den hatte ich dann gestern in der Lampe. Das war Red Candy Apple. Und das riecht nach saftig süßen, reifen, roten Macintosh-Äpfeln, gepaart mit einem Hauch von saftig süßer, reifer Himbeere und Erdbeere.
mit braunem Zucker und so einen Hauch von Milch. Also es ist ein ganz, ganz toller Duft. Den bekommt ihr jetzt leider nicht mehr. Der ist aus dem Programm. Das war ein Sommerduft, was ich wirklich schade finde. Ich habe mir Gott sei Dank nochmal nachbestellt. Ich finde, der ist eigentlich eher für den Herbst was. Also im Sommer war der mir zu schwer, zu beerig, zu apfelig. Also für mich ist so roter Apfel was so im Spätsommer, Herbst. Ja, deshalb habe ich mir, oder Weihnachtszeit, und deshalb habe ich mir den also auch nochmal geordert gehabt. So, das war dann, was ich von Scentsy in der Duftlampe hatte. Und dann komme ich jetzt zu Yankee Candle, was ich privat anhatte. Da hatte ich nochmal zu Hause auch in der Duftlampe Sun & Sand. Ja, die Sonnencreme und der nackte Mann am Strand. Dann hatte ich Summer Scoop wieder in der Duftlampe. Cremig, süßes, saftiges, fruchtiges Erdbeereis. Was anderes ist der Duft einfach nicht. Und, oh. Ach, der ist so lecker. Oh, ja. Und in der Küche hatte ich dann an, ihr werdet jetzt lachen, ja, Christmas Cupcake. Aber, na, komm mal hin. Christmas Cupcake ist für mich jetzt eigentlich gar nicht weihnachtlich. Der riecht einfach nur nach cremig süßer Vanillecreme. Und ja, deshalb, der musste jetzt mal sein in der Küche. Das war ein Sampler, da ist jetzt noch so ein kleiner Brocken da. Und für mich riecht Christmas Cupcake von der Vanillennote exakt wie Strawberry Buttercream, nur ohne diese künstliche Erdbeernote, die ich ja trotz allem sehr liebe. Ja, deshalb, wie gesagt, hat er für mich nicht unbedingt was Weihnachtliches und der musste einfach mal in die Lampe, in die Küche. Gut. Dann komme ich zu den Gläsern. Und bei den Gläsern hatte ich diesen Monat von Yankee Candle wieder Sweet Strawberry an. Saftig, süße, reife, gezuckerte Erdbeeren. Einfach nur lecker. Dann kam, da war es noch ein bisschen was wärmer, Pink Sands. Auch einer meiner absoluten Lieblinge. Saftig, süße, reife Wassermelone mit einem Hauch von süßen Blüten. Aber die Wassermelonennote riecht da wesentlich deutlich heraus als diese Blütennote und sie ist aber ganz anders als die Wassermelone von Duftimpression, muss ich dazu sagen. Dann hatte ich noch von Yankee Candle Mango Peach Salsa als Glas, was ich ja auch im Geschäft schon als Tarte anhatte. Der wunderschöne, saftige Pfirsichduft mit einem Hauch von Mango. Und das ist so ein, das ist kein spritziger Fruchtduft, das ist so ein kuscheliger, leicht dumpfer Fruchtduft. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll, als wie dumpfer Fruchtduft. Also es ist so, der ist halt nicht so spritzig, der ist ein bisschen gediegener, aber auch so lecker. Ach, ich liebe ihn, ja. Und zum Schluss hatte ich noch ein Glas an, und zwar nicht von Yankee Candle, sondern von Candlelight aus dem Kerzengeschäft bei uns hier in Darmstadt. Ich weiß, ich will da nicht mehr reingehen. Aber meine Kerzenfee, die liebe Irma, sei ganz lieb gegrüßt, meine Liebe. Ich weiß, dass du das jetzt guckst, wir stehen halt sehr im Kontakt miteinander, auch privat. Also nicht nur, weil ich bei ihr einkaufe, weil sie Kundin bei mir ist. Nee, also wir schreiben uns auch viel über Facebook. Und da sind halt zwei verrückte Duftnasen dabei, die nach Möglichkeit gerne alles haben. Und ich war ja schon lange nicht mehr bei uns im Kerzengeschäft im Darmstadt, wenn es darum geht, jetzt Kerzen zu kaufen. Die haben aber seit neuestem eine Sweets-Ecke. Also eine Ecke, wo es amerikanische Süßigkeiten, Getränke und gibt. Und da ist die Moni ja dann genau richtig. Ne? Die liebt ja den ganzen Ami-Scheiß auf gut Deutsch. Alles pappig, süß und ungesund, aber lecker. Diese Reese's Peanut Butter Cups. Also, oh. Ja. Egal, also ich höre jetzt auf über die Sweets da.
zu reden, sonst läuft mir schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Definitiv gehe ich dann also die letzte Zeit nur noch in dieses Kerzengeschäft, um mir Sweets zu kaufen. Und nichts anderes. Und ich habe, als ich ganz am Anfang in dem Laden war, als der aufgemacht hat, eine Kerze entdeckt, die hat mir vom Duft total gefallen. Und dann hatte ich ja so den Reinfall mit den Kerzen, wo ich gesagt habe, nee, da kaufe ich nichts mehr. So. Und dann war Irma dort und hat mir erzählt, ja, ich war dort und ich habe mir den und den Duft gekauft. Und ja, er ist zwar nicht so stark, aber wenn man den ein bisschen in der Duftlampe unterstützt, dann ist der toll. Und ich dachte, toll, das war genau der, der dir gefallen hat. Hm. Und als ich dann in der Stadt war, weil ich von dieser Meerestrilogie von Patricia Schröder nur den ersten Band hatte und ich musste unbedingt Band 2 und Band 3 haben, weil mich dieses Buch schon so geflasht hat. Ihr bekommt übrigens da eine komplette Rezension von allen drei Bänden zusammen. Also ich rezensiere die nicht einzeln. Da würde ich, glaube ich, sonst viel zu viel spoilern. Deshalb mache ich das dann alles in einem, wenn es soweit ist. Und ja, das hatte mich so geflasht, dass ich also abends in die Stadt bin, musste mir diese zwei Bücher noch nachkaufen. Und der Hugendubel ist ja genau schräg gegenüber von diesem Kerzenladen. Und dann dachte ich, ach, wenn du schon da bist, dann gehst du gleich mal hin, holst dann noch mal Reese's Peanut Butter Cups und guckst mal, was sie sonst noch Leckeres da haben. Ja. Und dann dachte ich an diese Kerze, bin hinter ins Regal, wo die steht. Also die steht immer am selben Platz und dachte, ach komm, nimm sie mit. Und auch wenn sie nicht so ja, intensiv riecht, du kannst hier was rausbröckeln, kannst in die Duftlampe tun und dann ist es gut. Und zwar ist die Rede von Candlelight aus der Kategorie Simple Indulgence, Pomegranate and Fuji Apple. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das kann man ganz schlecht hier unten. Ne, ihr seht es nicht. Das ist auch so ganz schlecht zu lesen. Und das ist ein Zweidoch-Tumbler. Das ist ein großer Tumbler. Ja, brennt super gut ab. Wie gesagt, ich bröckel mir dann ein bisschen raus, mache es in die Duftlampe mit rein und dann rieche ich es auch. Und das ist ein ganz, ganz toller Duft nach saftiger, herber, nach saftig, herbem, spritzigem Granatapfel gemischt mit rotem, süßem Macintosh-Apfel. Also was da jetzt Fuji-Apple im Gegensatz zu Macintosh, weiß ich nicht, aber es ist eine so, so tolle Kombi. Und ach, jetzt, wo es so in Spätsommer, Herbst reingeht, ist es ein super, super toller Fruchtduft. Den hatte ich dann also auch noch an. Ja, das war also meine Monatsausbeute, was ich so gedüftelt habe. Und das war alles in allem dann für die Statistiker unter euch. Drei mittlere Housewarmer, ein großer Tumbler. Das waren insgesamt vier verschiedene Gläser. Dann hatte ich 22 verschiedene Tarts Melts an. Und insgesamt, alles in allem, waren es im Monat August 26 verschiedene Düfte, die ich anhatte. Waren viel weniger als im letzten Monat, ist aber nicht schlimm. Und hängt damit zusammen, dass die Düfte von Duftimpressionen wie auch wirklich von Iceflower so konzentriert sind, dass sie mehrere Tage im E-Burner durchhalten. Also ich bin begeistert, ganz toll, an die zwei Kerzengießerinnen, einmal an meine Fee, die Irma, die macht eine super Arbeit, und die Kerzenfee, die Doris da an Land gezogen hat, auch. Also die stehen sich beide im Nix nach. Also muss ich wirklich sagen, das ist toll. Finde es immer wieder toll, wenn jemand so ein Talent hat und das kann. Mein absolutes, also am meisten in der Duftlampe hatte ich dann eigentlich Sun and Sand und Mango Peach Salsa. Das hatte ich sowohl im Geschäft als auch zu Hause an. Ja. Und mein absolutes Highlight diesen Monat von den Düften, das war einmal von Duftimpressionen mein Bärenkörbchen. Und dann von Iceflower Sangria Punch und natürlich ganz, ganz klar Cucumber Melt. Ja, meine Lieben, das war dann mein duftender Monat August 2013. Wie war es bei euch so? Fruchtig, schon eher herbstlich? Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare und ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Wie gesagt,
Das ist heute ein Drehmarathon. Ihr werdet mich jetzt in den nächsten Videos öfters mit dieser Klamotte sehen oder auch schon vorher, je nachdem, wann ich was hochlade. Es gibt die nächste Zeit einige Tags von mir zu sehen, weil ich doch sehr oft getaggt wurde und das alles gute Tags sind, wo ich dann auch gerne mitmache. Rezensionen habe ich noch zwei in der Warteschleife und wie gesagt, die Meerestrilogie von Patricia Schöder muss ich auch noch abdrehen. Ja, und nach dieser Trilogie oder Triologie, wie ich auch immer so schön sage, werde ich dann erstmal wieder, denke ich, Einzelbände lesen. Dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr, was ich am Gelesenen zu rezensieren habe. Und im nächsten Monat kriegt ihr dann auch wieder einen Monatsrückblick über die Bücher. Weil ich im Moment einfach nicht so viel lese, was aber auch nicht schlimm ist. Und ich denke, dann kann man das alles in einem Video packen. Und wenn ein Monat dabei ist, wo ich sage, okay, es sind 4 oder 5 Bücher und es lohnt sich da, einen Monatsrückblick zu drehen, dann mache ich das. Ansonsten mache ich das jetzt nicht mehr. Also das ist ja Quatsch, dann da irgendein Video hinzuwerfen, nur wegen 2 Büchern. Also das gibt einfach keinen Sinn. So, meine Lieben, ich höre jetzt auf zu quatschen. Wie gesagt, alle Infos unten in der Infobox, wo ihr was bekommt. Und immer schön Kommentare da lassen, was eure Highlights waren und was ihr so gedüftelt habt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, meine Lieben.